Okay, die Kisten haben wir jetzt wenigstens schon mal um. Jetzt packe ich das Rad hier ein. Wird ein bisschen ordentlich verpacken. Mit Folie und so ein Scheiß. Ein bisschen einstrapsen, damit es versandfähig wird. Hallo? Was darf sein? Mir ist mein Licht so abgefallen. Abgebrochen? Ja. Ja, es soll eine neue Halterung anschrauben. Also austauschen. Funktionieren? Ja, aber wozu denn das? Hm? Wozu denn das? Naja, weil das vielleicht weniger risikoreich ist, das in Zukunft, weil ich kann mir vorstellen, dass das einfach jemand abgetreten hat, weil er dachte, dass er lustig ist oder so. Naja, aber das ist ja ein gutes Licht. Also wenn du jetzt ein gutes Licht für vorne haben willst, kostet dich das ja auch 40 Euro wenigstens. Ach so. Okay. Also so ein Batterielicht, so ein zulässiges. Und ja. Das macht ja, ist ja LED schon, oder? Nicht? Das ist doch, oder? Also das macht doch gutes Licht, oder macht das kein gutes Licht? Das Licht ist hell. Ja. Würde ich das zulassen. Würde ich das reparieren an deiner Stelle, aber das musst du entscheiden. Ja, wenn du das meinst, dann machen wir das so. Kostet 15 Euro und das, also wie du willst. Also du kannst ja, das auch. So. Ja, so oder so. Ah, dann machen wir das. Jetzt wird einmal getauscht. Das Teil, alter Halogenteil, fällt dauernd auseinander. Die Birne brennt dauernd durch. Wer kennt das nicht gegen LED? Dieses Teil vom Büchel recht preisgünstig, 20 Euro im Verkauf. Hell genug. Das mache ich jetzt hier an der Draht dran. Das ist eine gute Wahl. Jetzt, wo es Winter wird, öfter mal an Licht denken. Klein. So Klumpen. Was für ein Teil, ey. Furchtbar. Ja, so ist das. Das mache ich jetzt. Also, jetzt ist die Lampe dran. Zack, leuchtet. Na, die ist hell. Die ist auf alle Fälle genial. Und für 20 Euro mittlerweile haben die sogar alle Standlicht. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Achtung. Zack, aus. Hat ein bisschen Standlicht, glimmt ein bisschen nach. Glüht ein bisschen nach. Also ist wirklich für 20 Euro. Also ich weiß nicht, das ist ja wirklich, die Entwicklung ist ja wahnsinnig vorangegangen. Ja, hat schön günstig geworden alles. Aber so ist es. Hoffentlich halten die Ohren auch ein bisschen länger als die Halogenlampen. Das wäre wichtig. Ne? Ich mal weiter. Das nächste Problem, was man ab und zu mal hat bei den Rädern, ist hier. Das ist rausgesprungen. Das greift nicht mehr, das schleift, sagt er. Das passiert, wenn der Lenker umschlägt, dagegen bollert. Dann verbiegt sich das ganze Teil hier. Fügt sich dann nach vorne und irgendwann springt die Bremse raus, hier, da oben, und dann bremst das ganze System nicht mehr natürlich. Entweder blockiert oder bremst nicht mehr. Jetzt wird es auseinandergebaut und dann gerichtet auf der Werkbank. Jeder Teil für sich, das ist die günstigere Variante tatsächlich. Das neu alles anzubauen, ungefähr 30 Euro. Der Teil neu plus Montage plus einen neuen Zug dann gleich. Wenn man das jetzt gerettet bekommt, 15 Euro. Bei mir 15 Euro. Eine reine Arbeitszeit. Gucken, ob wir das hinkriegen. Das ist die Frage. Das ist eine andere Frage. Ob man das wirklich retten kann. Ich habe die Mutter schon mal gelöst hinten. Ob man das noch rauskriegt, ob man die Teile hier oben bekommt. Das ist Aluminium. Sollte man ja nicht so viel dran rumliegen. Hier sieht man es ganz deutlich. Also zum einen ist diese Schraube verbogen hier, die das Ganze hält. Ja, die muss gerichtet werden. Das Teil ist verbogen, das muss gerichtet werden. Und die Schraube hier unten. Die da. Die ist auch verbogen hier. Muss auch gerichtet werden. Also einmal demontieren und wieder montieren. Der Zug, der alte, den nehme ich vorher noch mal raus. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber ich ziehe ihn einmal durch Fett.
Mike. Kein Problem, kann ich auch machen. Beziehungsweise einmal. Eine Lubrifikation. Kommt der hier oben rein? Dran, darum, drin, dran, darum, drin, dran, darum. Finito. Läuft, funktioniert, so soll es sein. Mein Kaffee von heute Morgen. Ich muss ihn auch irgendwann mal trinken. Sagen wir gleich um eins. Prost. Das wird aus heißem Kaffee. Eiskaffee. Heißkaffee, Eiskaffee. Schmeckt trotzdem gut. Schmeckt immer gut. So, ich habe eine Beschreibung und ich soll sie benutzen. Lumotik. Beschreibung. Nach Beschreibung soll ich das Ding hier anbauen, gegen das Ding tauschen. Warum auch immer. Lumotec LÜT LED. Ne, jetzt verstehe ich gar nicht mehr. Ich soll das Ding abbauen und das Ding anbauen. Das ist ja die Beschreibung, die meinte, ich soll die Lampe anbauen. Ach, die Heiter dran. Und die Lampe sieht neu aus. Ich verstehe gar nicht mehr. Das ist die Beschreibung von dem. Aber sie meinte die. Guck mal, ich baue die ab. Ist ja auch AXA. AXA gegen Busch und Müller zu tauschen ist immer eine gute Wahl. Weil ich mag ja AXA besonders gerne. AXA-Lampen sind ja Lampen von Weltruf. Vielleicht haben sie auch gute Produkte. Also ein Schloss finde ich nicht schlecht von denen. Der Leser. Ja, aber das finde ich, ja, ich weiß nicht. Ich baue das erstmal an und dann gucken wir, was funktioniert oder nicht. Also. Ich habe es jetzt mal angeschlossen. Funktioniert. Check machen. Jetzt mein Kabelbinder ran und das war's. Fertig. Ein wunderschönes BBF Color Fahrrad. Ja, Tretlager ist, wie man hier sehen kann, hat leichtes Spiel nach links und rechts. Das Rad dürfte und Dynamo muss ich schon tauschen. Das Rad dürfte 5 Jahre alt sein. Tretlager halten offensichtlich heutzutage nicht mehr so lange. Also das kommt raus, da kommt ein neues rein, das mache ich jetzt. Ja, so sieht's aus. Eine Plastikschale, die ein Lager hält, das geht nicht gut. Wie man hier sehen kann, ist von dem Lager nicht mehr viel übrig. Die gute Dame meinte, sie ist mal ein bisschen Berg gefahren. Berg hoch. Hat sich ein bisschen hingestellt und Knacks hat sie gemacht und durch war's. Das ist nicht mehr so hübsch. Das taugt nicht mehr. Mal gucken, wie die andere Seite aussieht. Hier ist das Gegenstück vom Lager. Da ist nichts mehr.
Jetzt hole ich mal die Kugeln raus. Die liegen nämlich noch einzeln drin. Glaubt einem ja sonst kein Mensch. Da kann er mit dabei sein. Schaut euch das mal an. Das ist das, was von den Kugeln noch übrig ist. Na, vieles sind nicht mehr. Müll. Tja. Wird sauber gemacht, wird ein neues Lager eingebaut und fertig ist das. Ein Problem, was auch häufiger mal auftritt bei einer V-Break, ist, dass die Bremse auf einmal nicht mehr bremst, nicht mehr zieht. Und zwar aus diesem Grund. Man zieht, wundert sich, was denn da passiert. Hier am Bogen, bei billigem Material allerdings nur, da reißt dieser Kranz ab, der den Bogen an dieser Position hält. Also eigentlich müsste es ja so hier aussehen, sogar noch schlimm, also noch weiter, ne? Das ist einfach weggerissen. Billiges Material, es bremst natürlich nicht mehr. Keine Funktion. Hat schon mal jemand nachgestellt und gedacht, damals macht man es gut. Nein, der Bogen ist kaputt. Der Zug muss raus, neuer Zug muss rein, neuer Bogen muss rein. Anders ist es nicht zu lösen. Es geht nicht anders. Was muss ich jetzt machen? Also es ist keine Lösung, hier einfach nachzustellen, das funktioniert nicht. Ja, irgendwann ist Ende der Fahnenstange. Man braucht diesen Gegenhalter. Das geht's nicht. Ich probiere mal zu improvisieren, aber meist ist das nicht möglich. Ich probiere es aber mal. Ja. Schau mal, ich probiere mal. Improvisieren heißt erstmal Kappe ab, Enthülse ab. Schrauben wir die Schraube hier auf. Scheiß, den kann eh weg. Das hat keine Funktion. Das sieht so aus, als würde es puffern, aber es kann gar nicht puffern. Es ist nämlich kein Puffer. Es ist voll Gummi. Das ist Müll. Totaler Schrott. Ja. Und hier sehen wir das Problem, die Spitze ist komplett weg. Was kann man jetzt machen? Die Spitze ersetzen durch irgendwas anderes, ähnliches. Mal schauen, was sich da findet. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Nasenhülsen. So was hier. Probier mal, ob das drauf passt. Wenn es nicht drauf passt oder reinpasst, ja, dann muss das neu gemacht werden. Bis jetzt passt. Das passt auch. So. Was haben wir aus einer 18 Euro Reparatur eine 6 Euro Reparatur gemacht? Ganz einfach. Man muss nicht alle tauschen, man tauscht nur diesen Teil, kneift hier ein wenig zusammen. Alles gut, sollte auch halten. Hoffen wir. Bis dann. Kleine 8 ist drin, die nehmen wir für den Preis natürlich noch mit raus. Da kann man wirklich 6 Euro dafür nehmen. Oder ein 5er. Die 8 machen wir noch raus schnell. Das muss sein. So, ich schaue mal, was hier mit dem Computer jetzt los ist. Wir haben nämlich einen Antiviren-Scanner jetzt durchlaufen.
Na, das sieht ja sehr langwierig aus. Uhr haben wir angefangen. Jetzt haben wir gleich. Läuft schon 2 Stunden. Uhr kommt ja nicht hin. Das sieht ja nicht mehr so aus, als würde er noch richtig was machen. Aber ja, also, wie gesagt, das ist jetzt die letzte Chance. Ansonsten muss das alles neu aufgesetzt werden. Das ist bestimmt recht aufwendig. Gucken wir mal, hoffen wir mal auf das Beste. Ansonsten mache ich hier noch ein bisschen frei, weil ich ja morgen ein bisschen Platz brauche. Für morgen kommt ja, gibt's ja der Tommy ein kleines Interview. Warum und wieso er den ganzen Scheiß hier macht. Keine Ahnung. Ja, aber mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin mal sehr gespannt. Es wird ja über YouTube dann irgendwie gesendet oder so, oder wie sagt man, veröffentlicht auf YouTube. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ob es was bringt oder ob es nichts bringt. Ich lese totaler Schwachsinn. So, ich räume hier noch ein bisschen Zeug zusammen. Die Schutzbleche hier müssen noch weg. Zum Beispiel. Ja, das mache ich jetzt noch. Und dann gucken wir mal. Wird so viel nicht mehr passieren? Ist ja gleich Feierabend. Und wenn Feierabend ist, heißt das für den Tommy auch Feierabend. Also, ne? Schauen wir mal. Vielleicht passiert noch irgendwas. Dann mache ich nochmal an. Ansonsten sehen wir uns dann morgen. Alles Gute. Bis dann. Ciao.